Hi, hier ist der Frank vom footblog-hamburg.de. Eigentlich habe ich ganz viel zu erzählen, weil eigentlich haben wir in der letzten Zeit ganz viel gearbeitet, ganz viel gemacht und auch ganz viel Scheiß gemacht. Weil unsere letzten Filme sind nichts geworden, beziehungsweise die Filme sind so lala geworden, aber wir haben keinen Ton gehabt. Jetzt seht ihr hier ein neues, weißes, schönes Mikrofon. Meine Kamerafrau hat jetzt ein Stöpsel im Ohr, kann das jetzt auch hören, was wir hier machen. Und jetzt ist wieder alles gut. Wir haben mal wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben mal wieder ein bisschen was investiert, damit wir für euch schöne Videos machen. Und wir machen dieses Wochenende wieder, das haben wir letztes Wochenende schon mal gemacht, Spare Ribs geschmort im Dutch Oven. Und damit fangen wir jetzt mal an. Und als erstes kommt jetzt mein Jingle. Dieses Mal haben wir schöne Ribs vom Iberico-Schwein. Man sieht hier schön, geiler Cut, schön viel Fleisch dran. Letztes Mal hatten wir andere, das waren so lange. Ich blende die jetzt mal eben kurz hier ein, da kann man mal den Teller sehen, wie wir das da schon fertig hatten. Sieht alles ein bisschen anders aus. Dieses Mal gibt es halt diese Spare Ribs. Die werde ich jetzt schön hier runterschneiden und dann werden wir die kurz mit meinem Wrap ein bisschen bestreuen. Im Rezept habe ich stehen Magic Dust. Mein Magic Dust ist aber letztes Mal alle geworden. Ich bin diese Woche aber nicht mehr in Hamburg in die Mörkebergstraße gekommen, um mir Neues zu holen. Deshalb gibt es bei uns dieses Mal Hamburg Gunpowder. Das geht aber genauso gut. Und ich schneide die jetzt mal hier ein bisschen klein. Das werden jetzt so Einzelribs. Mal sehen, wie ich das hier jetzt durchkriege. Aber wir haben ja das richtige Werkzeug am Start. Die schneide ich jetzt mal alle einfach so runter und dann zeige ich euch, wie ich die schön mit dem Gunpowder da würze. Also da ist richtig was dran. Das ganze Stück wog jetzt etwas über ein Kilo. Richtig großes Stücke, ne? Ja, richtig geil. So, das sieht schon richtig gut aus. Das sieht bald aus wie so ein Drumstick. Richtig geil. Super. So, das werden wir jetzt würzen. Und dann werden wir das schön anbraten. So, ich dichte jetzt hier einfach mal so geschichtet rein. Erstmal von der einen Seite. Tue ich da jetzt mal ein bisschen Gunpowder drüber. Dann lege ich da die nächste Schicht oben drauf. Und dann drehen wir das nämlich nachher einfach einmal um, sodass dann da hinterher auch schön Wrap drauf kommt. Und dann muss ich gleich erstmal schnell sehen, dass ich meine Kohlen anschmeiße, damit mein Ofen auch gleich richtig schön heiß ist, damit wir die Teile hier richtig schön anbraten können. So. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Kohlen anheizen und währenddessen liegt mein Brett da drauf. So. Jetzt fangen wir bitte Feuer an. Jetzt stellen wir die Dutch Oven. Ne? Den stellen wir schon mal hier hin, genau. Ich mache da jetzt noch so ein bisschen was von meinem Hamburg Gunpowder dran. Ist noch nicht alles von allen Seiten gleichmäßig schön. Und dann kann ich gleich die schön anbraten. Mein Dutch Oven steht da schon auf den Kohlen. Der ist schön dabei jetzt vorzuglühen und dann geht das gleich los. So, Öl haben wir schon drin. Das sieht gut aus. Dann können wir jetzt ja schon mal die ersten da reintun. Ja, Flugverkehr ist heute auch wieder groß hier. Das ist halt einfach so, wenn man an der Ostsee ist, dann fliegen da natürlich auch die ganzen Reklameflieger und alle lang. So. Von den roten Zwiebeln kriegt man rote Finger, genau. Mein Support hat mir schon ein paar rote Zwiebeln geschält. Ich werde die jetzt mal eben klein schneiden. Ich will die gar nicht so riesig, also so mega klein machen. So ein bisschen Textur finde ich ja immer ganz geil und in diesem Gericht sowieso.
Und da das sowieso nachher irre lange auch noch kochen wird, damit unser Iberico-Schwein so richtig schön durch ist und weich und saftig und lecker, geht die Zwiebel ja sowieso kaputt und wird dann in der Soße wahrscheinlich so gut wie mit keiner Textur mehr vorhanden sein. Ja. Einfach weg. Einfach mal weg, genau. Ich habe jetzt hier 4, 5 Stück. Mal gucken, wie viel ich nehmen werde. Also eine ganze Menge. Jetzt wird das Zwiebel fertig. Genau, rote Zwiebeln sind runtergeschnitten. Ich schneide jetzt noch mal eben schnell 2 kleine rote, widerliche Chilischoten klein. Ich sage jetzt mal, was ich immer sage. Wenn ihr das nicht ganz so scharf haben wollt, macht weniger. Wollt ihr noch weniger haben, dann einmal aufschneiden die Chilischote und diese niedlichen kleinen weißen Kerne daraus nehmen. Das kann man so klasse mit einem Löffel machen. Dann habt ihr nicht ganz so viel Leistung da drauf. Aber ich finde, bei der Menge, die wir jetzt hier gleich auch so an Soße produzieren werden, da muss da schon ein bisschen was an Chili rein. So. Nicht so scharf wie letztes Mal, ne? Nee, letztes Mal habe ich auch 4 genommen. Das war ein bisschen sehr scharf. Da hatte man leichte Probleme mit der Luft. Aber so, wir gehen jetzt mal an meinen Dutch Oven und drehen da mal das Iberico-Schwein um. So, wir drehen hier mal um. Das fängt schon an, richtig gut zu werden. Sieht schon mal genial aus. Kann gleich noch mal ein bisschen mehr Hitze entstehen. Und noch ein bisschen mehr an Röstaromen. Aber ich finde, das ist schon ganz gut. Hier ist das schon mal richtig gut. Genial. So, während das jetzt passiert, Zwiebel habe ich schon klein geschnitten, muss ich noch ein bisschen Speck schneiden. Aber ich gehe jetzt erstmal gleich Kaffee kochen, weil wir löschen nachher das Gemüse mit Kaffee und Whisky ab. Schatz, zeig doch mal hier unseren schönen Tisch, den wir hier haben. Während hier meine Sachen am Garen sind, kann ich den ja einfach mal kurz zeigen. Also wir haben hier so einen Tisch uns besorgt, mit dem wir ja schon die ganze Zeit am Kochen sind. Ich bin super begeistert von dem. Hier oben drauf, das ist Edelstahl, das ist super fester. Wo ist es denn da? Da unten super fester Kunststoff, der ist super hart, super gemacht. Das Ganze wird hier an den Seiten alles nur so versteckt, zusammengesteckt, was super klasse passt. Hier sind richtig fette M8 Schrauben, Vierkant verschraubt, da wackelt nichts, das Ding steht richtig gut. Auf der Seite haben wir, glaube ich, Rollen. Nee, auf der Seite sind Rollen. Auf der Seite sind höhenverstellbare Füße, so dass man den auch richtig gut hinstellen kann, damit nichts wackelt. Richtig geniales Teil. Ich mache euch mal unten einen Link, dann könnt ihr euch den ja mal angucken. So, weiter geht's. Ich gehe jetzt Kaffee kochen. Ich habe hier schön durchwachsenen Speck. Den schneide ich mir jetzt hier einfach mal ein bisschen runter. Und den werden wir da gleich schön anbraten. Das gibt dem Ganzen nochmal so richtig Kraft und richtig den Kick, den wir auch haben wollen. Während ich hier gerade so dabei bin, den Speck runterzuschneiden, wäre es toll, wenn ihr euch hinstellen würdet und würdet uns abonnieren, einen Daumen nach oben geben. Und damit ihr keins unserer Videos verpasst, das Glöckchen aktivieren. Wäre genial und würde uns echt weiterhelfen. Dann können wir auch weiterhin so tolle Videos machen, halt auch mit so tollen Sachen drin, wie Iberico-Schwein oder Tomahawk-Steaks, kostet ja auch alles Geld. So, ich schneide das hier eben schnell zu Ende und dann gehen wir mal gucken, was unser Iberico-Schwein macht. So, jetzt drehen wir den nochmal um, gucken mal, das sieht doch schon richtig klasse aus. Ja. Sehr gut. Schon goldbraun, ne? Ja, sieht gut aus. Ist schön beschichtet, hat hier schöne Röstaromen bekommen. Genau so wollen wir das hier haben. Hier schon fast ein bisschen dolle, aber das macht nichts. Das löst sich nachher alles schön in der Soße. Und dann wird das richtig, 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 richtig. Ich höre mit dem richtig heute nicht auf. Es geht jetzt immer weiter. Richtig, richtig, richtig. Nein, das wird gut. Sehr gut. Ich will das jetzt auch gar nicht zu doll braten, weil wir wollen ja, dass das nachher schön in dieser Soße gart und den Geschmack bekommt. Ich nehme die jetzt hier schon mal raus. Ich finde, die sind gut.
Und dann, der will nicht, der findest du gut bei mir im Dutch Oven. Und dann werden wir hier gleich schön die Zwiebeln drin anbraten. Wir braten nicht die Zwiebeln an, sondern wir lassen hier erstmal ein bisschen Speck aus. Genial. Der Speck fängt jetzt an, hier schon glasig zu werden. Ich tue da jetzt meine Zwiebeln mit zu und meine Chilis. Meine Kamerafrau hat schon wieder gesagt, warte. Ich drücke hier jetzt mal ordentlich was an Tomatenmark rein. Meine Mutter ist schon am Lachen, weil ich da so viel rein tue. Aber ist ja auch ein großer Topf, da muss auch viel rein. Anders geht das gar nicht. So, das ist gut. Dann müssen wir gleich mal umrühren. Das alles schön verteilen, dass das Tomatenmark hier auch überall schön mit angeröstet wird. So wollen wir das ja haben. Das sieht schon gut aus. Wird. Meine Mutter macht sich, weil sie alleinstehend ist, immer einen Kaffee. Und zwar kocht sie sich den in dieser super schönen kleinen Kanne. Karawan? Achso, kein Karawan, ne? Ist kein Karawan. Karawan ist Wohnwagen. Das ist anders. Das machen die Holländer, nicht wir. Die hat von mir zum Geburtstag diese Kanne bekommen und eine Mühle. Und jetzt malt die sich immer schön einen Kaffee und hier fliegen, ist ja widerlich. Und macht sich jeden Tag wunderschönen Kaffee selber. Heute habe ich mir die mal ausgeliehen und habe schön kräftigen Kaffee gemacht, womit wir jetzt unsere Soße ablöschen werden. Kommt mal her, könnt ihr euch zugucken. Wer soll was zeigen? Das Sieb, ja, da gehört noch ein Sieb zu. Kann ich ja auch eben zeigen. Hallo Kamerafrau, hier bin ich. Guck mal hier wieder hoch. Eigentlich sollst du ja immer nicht schwenken. Also hier ist so ein Sieb. Das sitzt hier drin. Da kann man halt die Menge an Kaffee reintun, die man sich vorher gemahlen hat. Und da musst du halt durchlaufen. Wenn ihr Bock habt darauf, dass ich da mal ein Video zu machen soll und das erklären, einfach Bescheid sagen, machen wir. So, aber jetzt kommt der Kaffee in unsere Soße. Das ist hier alles wunderschön angeröstet. Das können wir jetzt schön ablöschen und ich lösche das jetzt hier mit Kaffee ab. Alle Mengen stehen natürlich wieder wie immer in unserer Einkaufsliste drin. Unten drunter steht natürlich auch schon, wie wir das Ganze gekocht haben. Das Genialste kommt jetzt. Ich gieße da jetzt mal so einen ordentlichen Schuss Dimpel rein. Weil so richtig schön Whisky-Geschmack wollen wir ja alle haben und lieben wir ja auch alle. Deshalb tun wir den da jetzt mal schön rein. Oh, riecht gut. Ja, das ist Sinn und Zweck dieser Übung. Und jetzt kommt unser Fleisch da wieder mit rein. Super. Unser Iberico-Schwein hat sich jetzt auch schon wieder auf den Weg gemacht, hier hinein. Und das werden wir jetzt hier drin schön garen. Boah, riecht das nach Whisky, ey. Boah. Genial. Lecker. Richtig. Also der Alkohol, brauche ich ja aber eigentlich, glaube ich, nicht zu erklären. Ne? Der Alkohol, der verfliegt ja völlig jetzt durch die Temperaturen. Ja, es ist sowieso weg. Richtig. So, jetzt tun wir das schön hier hinein. Die Soße, die ausgelaufen ist, tun wir auch mit dazu. Sieht schon richtig, richtig gut aus. Dem Ganzen geben wir jetzt irgendwie mal so eine Stunde zum vor sich hinköcheln und dann gucken wir da mal wieder rein. Ja, wir shaken hier noch mal eben schnell. Da war nur noch so ein Rest von der Barbecue-Soße drin. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Brühe drauf getan. Wir wollen ja nichts verschwenden hier. Aber kommt mal hier ran, damit ihr was seht. Das sieht schon richtig gut aus da drin. Ich tue da jetzt noch mal ein bisschen Brühe drauf. Weil die Soße ist schon fast ein bisschen wenig geworden. Einen Augenblick brauchen wir noch. Und dann kommt da jetzt schön Barbecue-Soße noch oben mit rein. Das gibt dann noch mal so ein bisschen zusätzlichen Geschmack, als hätten wir da noch keinen Geschmack drin. Aber von Geschmack kann man ja nie genug bekommen. So, noch ein bisschen was aus der Flasche, weil wir wollen das ja auch endlich mal alle haben. Wir haben irgendwie 10 angefangene Flaschen Barbecue-Soße hier rumfliegen. So, das verrühren wir jetzt noch ein bisschen und dann braucht das noch mal so, schätze ich, eine halbe Stunde. Und dann ist das ready.
Ich bin schon dabei, an den Beilagen zu bauen. Ich baue hier gerade noch schnell wieder aus Spitzkohl einen Krautsalat. Den kann ich euch ja auch gleich noch mal kurz zeigen. Das Rezept ist aber schon längst gelaufen. Da müsstet ihr ein paar Videos zurück, wenn euch das interessiert. Da haben wir das schon gemacht. Prost, Stück Brot dazu. Mach die Deckel wieder zu. Genau, Deckel wieder zu. Das kann jetzt da weiterkommen, weiter garen. Das braucht jetzt noch einen Augenblick und ich zeige euch jetzt mal eben schnell meinen Krautsalat. Hier haben wir schön unseren Krautsalat. Der ist gemacht aus einem halben Spitzkohl. Den habe ich hier noch an die andere Hälfte. Die werden wir morgen verwenden. Dann ist dann schön Karotte reingerieben worden, ein bisschen Zwiebel. Und dann haben wir halt eine geniale Soße gemacht. Hier in der Schale kann man noch sehen, die ist da drin. Rezept verlinke ich euch mal hier oben und dann könnt ihr euch das gerne ansehen. Und dann geht's gleich weiter. So, wir haben schon alles vorbereitet. Hier habe ich meinen Krautsalat. Hier haben wir wunderschön goldene Süßkartoffelpommes. Genau, vielen Dank. Und in meinem Zaubertopf ist mein fertiges Iberico-Schweinchen drin. Wir nehmen da mal den Deckel so ein bisschen runter. Oh, ich kann dich sehen. Ja, dann komm mal ein bisschen rum, andere Richtung. Dann kommst du aus der Windrichtung raus. Und dann kann man schön sehen, wie das da drin am Brodeln ist. Ich nehme mir jetzt mal einen von den Tellern und nehme hier einfach mal ein Stückchen von diesem super geilen Fleisch raus. Ich nehme das hier jetzt mal raus. Boah, oh Gott. Sieht richtig geil aus. Noch ein bisschen Sößchen hier dazu. Ready. Sieht das nicht genial aus? Ein Teller wie der andere. Super geniales Fleisch. Sieht richtig gut aus. Das zerfällt hier förmlich. Ich will es jetzt noch nicht anschneiden. Ich mache da gleich noch ein paar schöne Bilder von, die ihr dann ja auch sehen werdet. Damit sind wir fertig mit unserem Iberico Ribs. Hier oben schön der Knochen, da unten super zartes Fleisch. Und ein Teller wie der andere. Richtig, richtig genial. Das Rezept zu diesem Salat findet ihr auch schon bei uns. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, damit war es das für heute. Und sollte euch dieses Rezept gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Wenn euch unser Channel gefällt, abonniert uns. Macht das Glöckchen an, dann verpasst du keins von unseren Videos. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Jacuk mit Sicherheit auch. Ich auch. Meine Mutter auch aus dem fast sonnigen Grömitz. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Bis dann, euer Frank von foodbloghamburg.de und tschüss.